Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ein kleines Dankeschön steht noch aus. Und zwar Kleinteile quasi. Ne? Da war einmal und auch wieder hier in beliebiger Reihenfolge, wie ich es halt gerade in der Hand habe, waren es. Es ist eine Sache, die liegt schon länger rum. Die habe ich leider beim letzten Dankeschön-Video zwar schon gehabt, aber nie mehr gefunden, ums Verrecken nicht. Deswegen holen wir die noch nach. Und dann die andere Sache, die ist relativ vor kurzem erst eingegangen und das ist folgendes. Das ist einmal für mich ein kleiner grüner Block. Was kann jetzt ein kleiner grüner Block? Das wusste ich auch nicht, dass es die in Blockform auch gibt. Aber das ist auch so ein Mini Victorinox Messerchen, das da die Funktionen hat. Eine Feile mit wohlgemerkt hier so einer schönen Spitze, mit der man sich dann direkt unter dem Fingernagel hervorkratzen kann oder sonst was machen, also ohne Schraubenzieher. Aber ja gut, ich meine, wann braucht man denn schon mal so einen kleinen Schraubenzieher? Also ich persönlich tendenziell eher selten. Dreck unter den Fingernägeln habe ich tendenziell erheblich häufiger. Von daher das ist sicherlich nicht ganz falsch. Und natürlich hat das Ding auch eine kleine Klinge, ne? Und die hat sogar eine Gravur, wie man hier vielleicht erahnen kann. Für den Herrn B. ist hier entsprechend drauf graviert. Ich vermute, das bin ich. So, und außerdem hat das Ding noch, und das ist natürlich auch sehr schön, eine kleine Schere. Zip. Und das sind dann eigentlich auch schon die Funktionen von dem gewesen. Es ist noch ein Schlüsselringchen dran, wie man hier sehen kann. Sehr hübsches Teil. Finde ich von daher witzig, dass man, wenn man es am Schlüsselbund hat, erstmal, das ist übrigens super scharf, ne? Also durchaus beachtlich, die Schärfe. Aber wenn man das Ding am Schlüsselbund hat, dann kommt erstmal keiner so auf die Idee, dass es sich hier um ein Taschenmesser handelt. Das könnte auch, keine Ahnung, was weiß ich was sein, finde ich so auf den ersten Blick. Das ist auf jeden Fall sicherlich ein ganz, ganz, ganz lustiges Feature, in Anführungszeichen. Was natürlich auch so ist, ist, dass es natürlich in Nicht-Messerform jetzt vielleicht nicht ganz so gut in der Hand liegt, aber andererseits, ja scheiß drauf, ich meine, wer schnitzt schon mit so einem winzigen Messer ewig lange an irgendwas rum? Also von daher, das ist ja dann wirklich eher nur für so mal kleine Kleinigkeiten, mal irgendwo irgendwie mal was abschneiden, wenn man zum Beispiel eine Currywurst essen möchte und zwei Stücke Currywurst hängen zusammen, weil die in der Currywurst-Schnibbelmaschine nicht richtig durchgeschnibbelt sind. Kann man mit seinem kleinen Messerchen hingehen und seine Currywurst durchschneiden, damit man seine Currywurst bitte schön stilvoll Stückchen für Stückchen verzieren kann und nicht etwa zwei Stückchen auf einmal. Ach, geht gar nicht. So, und dann war da noch dabei für die Frau E. Ist auch irgendwo drauf graviert, die hat sogar dieses Teil hier bekommen. Ne? Und das ist ein Leatherman, und ich soll es vorstellen, ist zwar ihrs, aber ich soll es vorstellen, weil sie will nicht, Leatherman Style PS, was immer das heißt. So, und das hat jetzt diverse lustige Funktionen, die tendenziell, vielleicht nicht alle ultimativ männlich sind, aber das kann man von diesem Ding hier jetzt noch nicht behaupten. Ich habe überhaupt sowieso nur was bekommen, damit das Packing nicht so komisch aussieht, dass da für mich gar nichts drin ist und alles nur für die Frau E. Und das geht ja auch nicht, ne? Weil ich muss es ja der Frau E. außerdem übergeben und dann wurde bezweifelt, dass ich das dann überhaupt tue. Ne? Völlig zu Recht. und zwar eben halt dieses kleine Mini-Leatherman ist natürlich wie bei Leatherman üblich absolut tadellos verarbeitet. Also das ist wirklich bemerkenswert. Hatte jetzt noch gar nicht so viele Leathermans in der Hand. Also ich persönlich habe auch keins. Und das heißt nicht zwingend, dass ich jetzt unbedingt eins brauche. Nur so als kleine Randinformation. natürlich hat das auch die übliche obligatorische Zange. Was mir da zum Beispiel schön auffällt, ich habe andere Multitools. Darunter sind ein bisschen bessere fürs Geld, da sind auch ein bisschen schlechtere fürs Geld dabei. Aber hier ist halt wirklich ganz, ganz, ganz super, wie gut das Ding zurückfedert. Ne? Also wenn man die Zange bedient hat, dann geht die schön von alleine eben entsprechend wieder auseinander. Es funktioniert wirklich absolut tadellos.
hat hier so einen richtig schönen massiven Federmechanismus, dieses Ding hier. Macht Spaß. Hat einen kleinen Seitenschneider, das ist ja klar. Hat eben entsprechend hier diese übliche Zange, die kennt man ja, und vorne der Flachzange. Und ich finde, es ist immer ein schönes Qualitätsmerkmal, wenn man sehen kann, dass die Zangenbacken, ich glaube, die heißen so, vorne wirklich bündig schließen. Da kann man dann schon sehen, welche Qualität in der Verarbeitung das hat. Und die stehen auch nicht irgendwie auch nur irgendeinen Mikrometer auseinander. Das ist wirklich absolut bündig schließend, also wirklich ganz, ganz toll verarbeitet. Hat mal abgesehen von der Zange noch die schönen folgenden Funktionen, an die man besser rankommt, wenn man die Zange wieder entsprechend zumacht. Flupp. Eine Schere. Ja. Also die Schere erinnert mich so tendenziell ein bisschen an die Scheren von Wenger. Weil die Victorinox-Scheren, die haben ja nicht auf der Rückseite so einen Metallsteg als Feder, damit sie nach dem Schneiden wieder zurückfedern, sondern eben wirklich nur so eine, nur in Anführungszeichen, wirklich nur so eine kleine Feder. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber irgendwie wirkt das nochmal ein bisschen wertiger, und das ist bei den Leverman-Scheren wohl scheinbar auch so. Außerdem hat sie hier so ja fast schon quasi im Tanto-Schliff angeschliffene Spitzen. Ist super scharf, ist wirklich super scharf, macht einen super wertigen Eindruck. Wir haben da schon versucht, ein paar, zwei, drei Dinge mit zu schnibbeln, und klappt also wirklich tadellos. Jawohl. So, dann, das sind keine Funktionen, glaube ich. Nein, sind es nicht. Gibt es da sonst noch was auf der Seite? Ich glaube nicht. Dann haben wir auf dieser Seite hier noch dieses Ding. Dieses Ding ist auf der einen Seite nix. Hat dann vorne noch einen kleinen Schraubendreher hier. Und ist auf der anderen Seite eine Feile. Ob das jetzt nur eine Nagelfeile ist, weiß ich nicht, aber es scheint sogar eine Diamantfeile zu sein, die glänzt jedenfalls so schön, ist schön scharf, schön rau, feilt auch gut. Und was das Ding dann noch hat, ist, das habe ich auch eine Weile gebraucht, um das überhaupt zu entdecken, hier dieses kleine Objekt, da kann man nämlich, wenn man dran zieht, hier, da habe ich jetzt dran gezogen, eine Pinzette finden. Ne, das ist doch auch nicht schlecht. Ja, Pinzette mit so leicht angeschränkten Enden, sicherlich gut fürs Entfernen von Zecken. Wer dafür eine Pinzette braucht, der hat hier dann auf jeden Fall die Möglichkeit, dies zu tun. So, habe ich eine Funktion vergessen? Ja, der Karabiner, der kleine, wo es reinmachen kann. Ja gut, okay, und klar, das ist natürlich noch so ein kleiner Karabiner eben entsprechend dran, wo man sich das dann an die Hose oder sonst wo an den Rucksack oder was auch immer. Das Ding ist komplett flugzeugtauglich, also geht mit in die Kabine, weil die kleine Schere wohl als harmlos gilt, eine Zange sowieso. Und ja, ist glaube ich gerade deswegen ohne Messer. Das ist ja dann schon ungewöhnlich in Anführungszeichen, dass bei diesen Multitools eine Klinge fehlt, aber gut, man hat ja eine kleine Schere, und das, was man mit so einer Mini-Klinge machen kann, kann man auch mit einer Mini-Schere machen im Grunde. Von daher ist das sicher gar keine so doofe Idee, und auch damit man halt einfach mal ein bisschen Werkzeug mit in den Flieger mitnehmen kann, könnte das durchaus auch eine ganz gute Alternative sein. Jetzt muss ich nur noch die Pfeile hier wieder reinkruscheln. Und was jetzt natürlich noch fehlt, ist, da muss ich ja nicht Danke für sagen, das ist ja gar nicht meins, sondern ich hüpf mal so halb aus dem Bild. Hüpf ich mal halb rein. Hüpf mal halb. Dann kriegst du das Ding. Vielen Dank. Und schon ist sie wieder weg. Ja, dann habe ich noch, wie gesagt, eine andere Kleinigkeit. Die muss ich noch geschwind holen, und dann geht es gleich weiter. So, zweite Kleinigkeit. Dieses Kartönchen hier, ne? Also das kommt jetzt dem einen oder anderen wahrscheinlich auch bekannt vor, ist relativ offensichtlich, was da jetzt drin ist. Und ich habe jetzt, muss ich sagen, echt eine schöne Auswahl von solchen kleinen Mini-Taschenmesserchen. Also ich habe jetzt mal, abgesehen von dem, was wir gerade schon gesehen haben, eben auch noch das klassische, aber in grün. Auch sehr hübsch, auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr hübsch.
und mit dieser schönen Hülle. Man könnte das also durchaus zum Schutz für am Schlüsselbund in der Hülle vielleicht drin lassen. Und da ist es auch gut geschützt. Und ja, da kann man durchaus drüber nachdenken. Hat auch die klassischen Funktionen dieser Mini Victorinox Dingens da. Und zwar, einmal hier. Oh, nee. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht noch extra angeschliffen zum Feuerstahl anreißen. Ich glaube schon. Sieht fast so aus. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Vielleicht ist das auch ein Zufall, aber das müssen wir echt gleich mal ausprobieren. Jedenfalls hier Pfeile. Hier wieder. Gehst du einen Feuerstahl suchen? Ja. Danke. Hier wieder Dreck unter den Fingernägel. Wegmacher. Perfekt. Und erneut eine Klinge, da kommt der Feuerstahl eingeflogen. Danke. auch eben eine Klinge, auch wieder super scharf. Also die sind wirklich tiptop geschliffen, diese kleinen Teile. Und auch hier die Schere. Und da kann man jetzt vielleicht nochmal im Vergleich sehen. Moment, ich hebe sie mir hier wieder vor den Hut. Hier ist nur in Anführungszeichen so eine kleine Feder. Ich meine nicht, dass das nicht funktioniert. Es ist vielleicht wirklich ein Ticken wertiger bei den Scheren, die das da eben mit diesem Metallteil machen, anstatt mit dieser doch verbiegbaren Feder. Aber funktioniert natürlich auch wunderbar und gerade als Nagelschere sind die ja super. Diese Dinger da funktionieren da wirklich ganz, ganz hervorragend. Das Schöne ist jetzt natürlich bei dem klassischen Modell, dass das klassische Modell auch über die beiden klassischen wichtigen Funktionen des Zahnstochers, und den kann ich schon durchaus gelegentlich mal brauchen, so ist das nicht, und der Pinzette. Die kann man natürlich auch durchaus gelegentlich gerne mal brauchen, insbesondere wenn man mal wieder den Kastanien zu nahe gekommen ist. Das ist für mich so der Hauptgrund, weshalb ich Pinzetten brauche als Säcken. Die entferne ich mir ja meistens so irgendwie. Ne? Und ja, also schon schön. So, jetzt habe ich nur folgendes Dilemma. Ich habe jetzt dieses kleine Schmuckstück, ich habe dieses super witzige, eckige Ding und ich habe, Sekunde, hier die Holzvariante, obala, nicht die Holzidentifizierungslupe, sondern die Holzvariante eben vom Mini-Taschenmesser. Das ist in diesem Fall ein Wenger. Das habt ihr möglicherweise aber auch schon gesehen. Und das hat auch die Wenger-Schere. Damit wir jetzt mal sämtliche kleinen Scherchen im Vergleich gesehen haben. Hier die Wenger-Version, die hat halt auch eben da so einen Steg, ähnlich wie bei Leatherman. Ist das scharf? Weiß ich nicht. Jetzt ist es scharf. Und mit diesem kleinen Steg, das sieht halt einfach etwas wertiger aus. Darf ich mal? Ich muss noch zuhalten, das reicht. Okay, krass. Also was Evelyn gerade rausgefunden hat, dieses Ding hier, ne, das kleine Leatherman, das hat sogar die Möglichkeit, hier am Rand der Zange damit, na ja doch, also für was Kleines anreißen, für was Kleines anzünden würde das hier lang. Krass, cool. Gut, dass du damit rumgespielt hast. Ja. Gut zu wissen. Ja, das habe ich jetzt aktuell am Schlüsselbund. Das ist natürlich wunderschön, weil Holz, ne? Ist klar. Muss ich niemandem erzählen, dass ich darauf abfahre. Rein von den Funktionen her wäre das Victorinox, das kleine hier, sicherlich noch mal ein bisschen praktischer. Es ist auch etwas kleiner von den Abmessungen her und hat halt eben noch zusätzlich die Pinzette und den Zahnstocher. Ich rotiere jetzt einfach mal durch, ne? Weil ich will die alle mal gerne mitführen, auch die Kastenversion, weil sie einfach auch lustig ist. Und sicherlich auch sehr, sehr, sehr stabil. Einfach die Abnutzung am Schlüsselbund ist ja durchaus gegeben. Dieses hier kann ich dann ja auch in dieser Variante eben entsprechend mitführen, dass dann auch mal eben einfach ein bisschen besser geschützt ist.
Ja, ich werde also auf jeden Fall durchrotieren. Jetzt nehme ich mal noch eine Weile die Holzvariante. Habe ich jetzt noch nicht so lange im Einsatz. Die zeigt natürlich, dass es Holz ist und an meinem Schlüsselbund gewisse Reibungskräfte herrschen und ähnliches. Schon ein bisschen Abnutzungserscheinung. Das macht ja gar nichts. Ich finde, das sieht ja trotzdem wunderbar aus. Aber irgendwann werde ich dann mal durchrotieren und einen von diesen beiden nutzen. Also macht euch da mal keine Gedanken bezüglich dessen, dass ich jetzt das irgendwie dreimal habe gefühlt. Aber es sind ja drei unterschiedliche. Schon ein Unterschied. Doch. Definitiv. Ja, und dann sage ich herzlichen Dank. Und das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kleiner Nachtrag. Nach noch etwas mehr probieren, hier mit dem Grünen, ne, mit der Feile, jetzt auch mit mehr Druck. Wir haben es jetzt noch beide schon mal versucht und stellen fest, geht. Also mit dem Feilerücken, was halt schon nochmal ein kleines Special Feature ist, was schon schön ist. Ne? Und das probieren wir jetzt spaßeshalber nochmal mit diesem Ding hier aus. Ups, nein, hier. Ja, das... Ja, oh, den Funken aufs Bein gekriegt. Geht also auch, wie gerade gesehen. Und die Holzversion ist gerade abwesend. Ah ne, das kann man sparen, das spürt man gleich. Die ist abgerundet. Also da sind keine scharfen Grate vorhanden. Ja, auch interessant, auch gut zu wissen. So, aber jetzt wirklich tschüss und macht's gut.